Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Eine weitere Folge Papa kocht. Heute was Besonderes. Guck mal her. Hier steht nichts außer Beef. Ich habe ein schönes Entrecot und Ribeye und ich habe ein wunderschönes Roastbeef. Beides US. Und es ist wirklich, wirklich, wirklich viel in den Kommentaren gewesen, dass die Leute gesagt haben, ey, bitte mach mal Steak, mach mal Sous-Vide. Wir haben bis jetzt in über 500 Videos die Finger davon gelassen. Ich sage euch auch warum. Ich habe bis jetzt nichts Cooles gehabt, wo ich gesagt habe, ey, das nehme ich irgendwie mit, das können wir euch an die Hand geben. Perfektes Steak, kann man das auch ohne, dass man es Sous-Vide gart machen? Ja, man kann ein sehr gutes Steak machen, wenn man keinen Sous-Vide Garer hat, aber mit geht es natürlich besser. Heute Premiere, ich habe nämlich endlich was gefunden. Und ja, ist auch ein Empfehlungsvideo. Inkbird hat nämlich einen ziemlich coolen Sous-Vide-Stick rausgebracht. Den habe ich hier, den haben die mir zugeschickt. Ich habe mir das Ding mal angeguckt und ich habe es für gut befunden. Und deswegen machen wir heute ein geiles Steak. Und zwar das perfekte Steak. Fleischauswahl. Das ist viel, viel wichtiger als eine geile Grillplatte, ein Sous-Vide-Garer, ein scharfes Messer. Das ist alles Käse. Ihr müsst ein gutes Produkt haben. Ne? Hier US-Beef, ich weiß. Ohne Witz, ne, das hat auch Konfliktpotenzial. Das ist wie wenn wir jetzt anfangen, über Politik, Religion oder Fußball zu reden. Da werden wir nicht auf einen Nenner kommen. Für mich ist das US, Kanada, Australien, das ist für mich das Nonplusultra. Das ist Black Angus, das hat eine schöne Marmorierung, Preis-Leistungs-Verhältnis, ist für mich das Beste. Wenn ihr jetzt Bock habt, hier euch irgendwo einen Jungbullen zu holen und zu sagen, hey, wenn man den länger schwimmen lässt, dann wird er auch gut. Sicherlich geht, aber wenn ihr die volle Experience haben wollt und richtig geiles Steak wollt, müsst ihr auf gute Ware zurückgreifen. Anders geht das nicht. Ja? So, Kinders, das lassen wir mal hier auf der Seite stehen. Ey, und auch wichtig. Wenn wir Steaks machen, wir holen die nicht aus dem Kühlschrank und knatschen die auf den Grill. So läuft das nicht. Wir machen schön langsam. Ja? Wir lassen die so ein bisschen temperieren. Das steht schon seit anderthalb Stunden draußen jetzt. Ne? Das hat schon Raumtemperatur. Das heißt, die Range, die wir gleich überbrücken müssen, ne, bis zum perfekten Garpunkt, die ist viel kürzer, als wenn wir das hier bei 2 Grad, 3 Grad aus dem Kühlschrank holen. Das ist unter Schock, weißt du? Das ist richtig schön entspannter Muskel jetzt. So, jetzt packen wir das Ding mal aus. Sag dir ehrlich, Design, Packaging, schon geil. Unterm Strich sehen wir direkt, was drin ist. Booklet, klarer Fall. Und dann ist der Stab da. Und ich sage euch was, hat mich überzeugt. Insbesondere die Werte haben mich überzeugt von dem Gerät. Ich will euch nicht mit irgendwelchem technischen Quatsch langweilen. Ne? Für mich ist wichtig, der muss mobil sein. So, dann habe ich immer welche gehabt, diese Sous-Vide-Einhänger. Die haben hinten so ein Ding zum Festschrauben gehabt. Hat der nicht mehr, der hat einfach eine Klammer. Das ist geil, hängst rein, machst fest, ist das Ding drin. Dann schon erlebt, Wasser ist raus, das Ding läuft trocken, brennt dir das gerade durch. Hast du hier nicht mehr. Wenn Wasser draußen ist, piep, fängt er an zu meckern. Ey, es gibt viele Sous-Vide-Einhänger. Ich sage euch, wie es ist. Der hat mich auf jeden Fall abgeholt. Und wir haben es uns nicht einfach gemacht damit. Ja? Wir haben echt, Tim, kannst du bezeugen, wir haben echt lang die Finger davon gelassen. Aber jetzt mit Inkbird auf jeden Fall was gefunden, wo du sagst, Preis-Leistung passt, geiles Teil. So, und ihr seht, original verpackt. Jetzt geht er hier erstmal an Strom. Und dann laden wir uns die App. So, und guck mal hier, allein schon dieses geile Display da oben drin. Guck dir das mal an. Wie wertig das ist einfach auch, ne? Das Ding ist einfach schön. So, das ist tipptopp. Guck mal, hast Fast Cooking, 22 Grad, schon eingestellt. Und kannst jetzt warten aufs Warm-up. Und jetzt guck mal bitte dieses Display an. Ist das nicht krass? So, jetzt connecten wir das erstmal mit der App und dann zeige ich euch, wie geil das ist und was das alles kann. Ich habe mir jetzt hier so ein Wasserbad rangeholt. Das könnt ihr auch einfach in den Topf hängen oder in jeden anderen Behälter, wo ihr Spaß dran habt, den ihr gerade zur Verfügung habt. Eimer, da geht echt alles, ne? So, dann hängen wir den Kamerad mal hier rein. Und dann klippt man hier hinten fest und seht ihr da, steht bombig. App ist geladen, aktuelle Wassertemperatur 24,4 Grad. Und jetzt gibt es tatsächlich die Möglichkeit, ich zeige euch das gerade mal in der App. Ja. Jetzt könnt ihr euch hier unten drunter quasi auch aussuchen, wir haben jetzt hier beispielsweise Rindfleisch, wir wollen ein zartes Steak. Wir wollen das auf 52 Grad und dann können wir noch angeben, wie lang das etwa drin sein muss und wie dick das Steak ist. Ne? So, das könnt ihr machen, wenn ihr keine Ahnung habt. Das ist hervorragend. Was ich auch geil finde, hart im Nehmen, ist auch geil. Ziel 57 Grad Kern, aber wir machen es well done. 73 Grad, dann könnt ihr auch mal so einen Longjob machen. Weißt du, was ich meine? Du kannst da Ochsenbäckchen drin schmoren. Du kannst dein Gemüse da machen. Also es gibt wirklich, wirklich viele, viele Rezepte. Meeresfrüchte, Ei, Gemüse, ultimative Karotten zum Beispiel, ja, ganz geil. Also Karotten sous vide gegart, einfach ein bisschen Karottensaft mit rein, ein bisschen Butter dazu, Salz und ein bisschen Zucker. Glaubt mir, das ist, also was habt ihr nicht probiert. Aber heute ist ja Steak Time und da will ich tatsächlich das individuell machen, ne? So, und dann haben wir hier quasi das schnelle Kochen. Ich habe mir hier schon 52 Grad eingegeben. So, und dann machen wir das hier einfach mal 52 Grad und dann mit dem Kochen beginnen. Und jetzt schauen wir, was hier passiert. Ja, das Ding hängt im WLAN.
Es hat 1000 Watt, das heißt, es wird auch sehr schnell aufheizen, das ist echt gut. Ja? Und vor allem, ihr seht es jetzt hier in der App, du kriegst quasi angezeigt Preheating 25,3 Grad und dann könnt ihr gleich sehen, wie schnell das hochgeht. Ja? Und in der Zeit würden wir doch einfach mal unsere Steaks vorbereiten. Und zwar vakuumieren wir uns die jetzt. Wenn ihr jetzt aber sagt, ich scheue die Anschaffung eines Sous-Vide-Garers und dazu brauche ich aber auch noch ein Vakuumiergerät, Vakuumgerät brauchst du nicht unbedingt. Also kontrolliert temperieren, das geht nur mit so einem Einhängethermometer. Aber vakuumieren, hey, das kriegst du auch einfach so einen Ziploc-Beutel. Da drückst du die Luft raus, machst den oben zu, wirfst da rein, das geht auch. Aber so ein bisschen kontrollierter und professioneller ist es auf jeden Fall mit einem Vakuumierer. Und jetzt wird's ultimativ. Kenners? Wir nehmen Vakuumbeutel. Steak rein. Ich fange mit dem Roastbeef an hier, mit dem Rumpsteak. Und dann geht für mich immer damit rein, ein Stückchen Butter. Ihr könnt jetzt auch noch frische Kräuter mit reinmachen oder sonst irgendwie, wo ihr Spaß dran habt. Aber für mich geht einfach ein bisschen Knoblauch mit rein. Und was wir damit reinmachen, ist ja klar beim Dicke Papa, ein bisschen Meat Booster. Ja? Und zwar einen guten Esslöffel voll. Und zwar nicht direkt aus Fleisch, sondern packe ich einfach mal nebendran. So, dann haben wir den Beutel schon vorbereitet. Schau mal hier. Da hast du quasi schon Gewürze drin jetzt. Du hast Knobi mit drin und du hast Butter mit drin. Und hey, Knoblauchbutter? Hm? Ihr spürt es hoffentlich auch. Ich fühle es jetzt schon. So, ich packe das andere auch noch rein. So, wir haben jetzt tatsächlich auch hier schon 40 Grad. Du kannst es halt in der App die ganze Zeit dann auch kontrollieren. Und man kann es mit den Familienmitgliedern auch teilen. Ne? Also das heißt, hey Vater, guck du mal nach dem Fleisch, dann macht er das. Also App-Zugang für alle. So, jetzt haben wir hier so ein Auftisch-Vakuumiergerät. Da gibt es ja, das ist ja wirklich auch saugünstig, ne? Die gibt es überall, die Dinger. So, dann geht es hier rein. Ja. Gucken, dass es hier nicht irgendwie verknickt ist. Dann drauf, richtig zu und dann einfach drauf drücken. Guck mal, das ist so wunderschön. So, der erste ist fertig. Und so sieht es dann aus. Du hast, ey, das ist wirklich auch straff, ne? Hier, Knoblauch drin, Fleisch drin, Gewürz drin, Butter mit drin. Und dann kannst du schon mal baden lassen. Das vakuumiere ich uns auch fix. Und dann reden wir mal über Garzeiten und Ähnliches. So, der zweite ist auch fertig. Guck mal her. Fast wie im Supermarkt in der Auslage, ne? Oder beim Metzger eures Vertrauens. Ist tatsächlich auch eine gute Anschaffung, so ein Ding. Alles hält halt länger, ne? So, und dadurch, dass wir ein geiles Vakuum haben, guck mal hier rein, seht ihr, wie das Fleisch auch direkt untergegangen ist, ne? Das heißt also, wir haben keine Lufteinschlüsse da drin. Das ist perfekt, wir sind jetzt bei 45 Grad. Werfen jetzt das hier auch noch dazu. Und dadurch, dass das zirkuliert, das Wasser, ne, hast du eine gute Hitzeverteilung. Und dadurch, dass das wirklich powerful ist, das Teil, und 1000 Watt hat, geht es auch ganz gut zur Sache. Du musst nicht lange warten. Die große Frage, wie lange bleibt das drin? Ja, das kannst du entweder die App entscheiden lassen oder du machst es natürlich so ein bisschen nach, ja, nach Erfahrung dann auch hinten raus. Ich sage immer 30 bis 45 Minuten, das da drin, perfekt. Danach raus, ein bisschen abtupfen, ein kleines bisschen. Und dann so heiß, wie es nur geht, auf der Hoffmann-Grillplatte. Dann habt ihr das perfekte Steak. Ja? Und das Coole ist natürlich auch, du brauchst es nicht unbedingt ins WLAN hängen. Du kannst es natürlich überall mit hinnehmen. Das ist ja kein Problem. Du kannst hier vorne am Rädchen auch einstellen. Du hast hier den Knopf zur Bestätigung. Du wirst auf dem Display quasi durchs Menü geführt. Das funktioniert alles tadellos. Da gibt es nichts zu meckern. Nochmal gesagt, mich hat es absolut überzeugt. Ja? Kann man gar nicht anders sagen. Ja, geil. Ich freue mich drauf. Ich mache zu Hause relativ häufig. Oder ich habe zu Hause relativ häufig im Sous-Vide gekocht. Aber ich muss auch ehrlich sein, ich habe auch schon drei von diesen Stäben durchgejagt. Ne? Einer ist mir ins Wasser gefallen, was soll ich sagen, ne? Weil der hinten so geschraubt war, da war das Ding locker. Das passiert dir halt hier nicht durch den Clips. Ah, guck mal. Aha, aha, aha. Wir haben eine Fehlermeldung. Geil, dass ihr dabei seid. Wasserlevel, sagt er. Weil ich dran gewackelt habe, ne? Hat er es gemerkt. So, jetzt konfirmen wir das mal. Und jetzt läuft er weiter. Da habt ihr schon direkt den Alarm mitbekommen, ne? Weil ich einmal kurz dran gewackelt habe, hat er gemerkt, zack, hier stimmt was nicht. Und du kriegst in der App auch die Benachrichtigung. Das heißt, runter von der Couch, hoch da und gucken. Ja? Top, lassen wir laufen. Weil das Wasser auch natürlich eine Höchstgrenze hat, ne? Dass du hier oben gar nicht in Gefahr kommst, dass da irgendwie Wasser ins Gerät reinläuft oder so. Und was der hier wirklich gut ab kann, ist den Wasserdampf. So habe ich nämlich auch schon mal eingeschrottet. Ist nämlich nicht so passiert. Ich habe einen Longjob gemacht quasi. Ich habe Ochsenbäckchen gemacht und der Wasserdampf ist irgendwie in das Ding reingezogen und hat es kaputt gemacht. Ne? Ist auch keine Sicherung gefallen oder sowas. War einfach am Arsch. Und ich hatte am nächsten Tag halt keine Bäckchen. Ja? So, das passiert uns hier nicht, weil passiert nichts. Ja, es läuft jetzt und wir sehen uns in 45 Minuten wieder. Ihr Essen ist fertig. Wie süß ist das denn? Ja? Übrigens, wer denkt, das wäre mein Handy? Nein, ist es nicht. So, guck mal hier. Ey, das könnt ihr locker leicht
auch noch ein bisschen da drin lassen. Und ihr seht ja hier, das hat jetzt eine ganz geile Konsistenz, das Fleisch. Das ist auf jeden Fall jetzt eigentlich Medium. Wir holen uns das jetzt raus, da drin auch massieren. Dann kommt da überall was vom Gewürz hin, von der Butter, vom Knoblauch. Und wir haben jetzt einfach hier drin ein medium gebratenes Steak. Ne? Und das ist das Coole dabei. So, wir bauen jetzt hier mal den Sous Vide Gare ab. Dann holen wir die Jungs hier raus und dann ballern wir die auf den Grill. Und da werdet ihr sehen, wie das Ergebnis ist. Guck mal, für den Koch ist es immer relativ entspannt, weißt du? Deswegen bin ich auch so ein bisschen, ja, es ist keine große Herausforderung mehr, einfach das perfekte Steak zu machen. Ja? Du musst nichts mehr können dafür, du musst keine Temperatur messen. Ey, einfach jetzt, es hat schon Kerntemperatur. Das sieht auch super wabbelig und scheiße aus, so. Das muss man auch mal ehrlich sagen. Ne? Aber ihr werdet gleich sehen, hier drauf, richtig Power. Kruste drauf, das ist das, was wir am Steak so wollen. Das ist das, was es im Steakhouse eigentlich auch immer ausmacht. Ey, und glaubt mir, ich hatte selber ein Steakhouse und wir haben alles Sous Vide gemacht vorher. So, wir heizen jetzt die Platte hoch und dann werdet ihr sehen, was abgeht. Also, Grillplatte ist heiß jetzt und ihr wisst ja, bei Hoffmann gibt es die Dinger. Bing, Bern 10, Rabattcode. Ihr wisst Bescheid, Bern 10. Ja? Aber jetzt seid gespannt. Einfach ein bisschen Pflanzenöl drauf. Boah, dieses geile Ribeye an, Alter. Boah, junger Vater. Und das Roastbeef geht hier drauf. Und ein bisschen Knoblauch machen wir auch mit drauf. So, jetzt Power. So, dann drehen wir den ersten mal um. Ja, guck mal hier, schön durchgehend, Kruste. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Und jetzt von der anderen Seite nochmal 1-2 Minuten. Dann haben wir diese geile Kruste oben drauf. Garpunkt ist perfekt getroffen. Das werdet ihr gleich sehen, wenn wir es aufschneiden. Und eigentlich schon mal der richtige Zeitpunkt, uns bei Inkbird zu bedanken, ne? Für das Sponsoren dieser Folge hier. Ich bin froh, endlich ein geiles Gerät gefunden zu haben, wo Preis-Leistung passt für mich. Und so einfach ist es, das perfekte Steak zu machen. Wenn ihr Bock drauf habt, Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Und holt euch so einen Teil. Ich kann es euch nur empfehlen. Wir warten jetzt, bis Steak fertig ist und dann probieren wir das noch zusammen, okay? So, das sieht mir so aus, als ob die Jungs fertig wären. Boah, junger Vater, guck mal, diese Kruste hier oben drauf. Genauso wollen wir das. Ey, ich freue mich drauf. Und auch hier, guck mal. Dieses wabbelige Fett eben, ne, sah wirklich nicht geil aus. Und jetzt hast du einfach ein schönes, knuspriges Stückchen Fett oben drauf. Deswegen, ich habe heute mal bewusst zwei verschiedene Cuts gewählt. Ne? Einmal das klassische Rumpsteak Roastbeef und einmal, hey, Ribeye, meine große Liebe. Ganz wichtig, Fleisch kurz ruhen lassen. Wir haben das jetzt in Stress versetzt. Ne? Jetzt warten wir ganz kurz, lassen es kurz durchziehen. Und dann schneiden wir es an und dann werdet ihr sehen, durchweg rosa, butterzart. Kannst du nichts mehr falsch machen. So wie geil. Kinders, wir sind soweit. Wir haben es kurz ruhen lassen, aber ich kann es auch manchmal nicht erwarten, muss man ehrlich sein. Tim, guck hier rein, wir schneiden es in der Mitte durch. Und jetzt bitte, guckt euch dieses Ergebnis an. Das ist einfach perfekt, Medium. Und guck mal, wie saftig. Ist das nicht geil? Ich muss mir sofort ein Scheibchen runterschneiden. Kein grauer Rand. Guck mal, da läuft der Saft einfach so raus. Ach, so gut. Selbe natürlich hier. Einfach mitten durchgehackt. Guckt euch das an. Kein grauer Rand. Durchweg saftig. Bisschen Fett mit drin. Guckt euch das an. Das ist einfach, das ist die beste Methode, ein Steak zu braten. Guck mal, das läuft einfach, es tropft der Fleischsaft raus. Ja? Mit dem Meat Booster. Einfach geil. Der Knoblauch ist ja auch so wie gegart. Besser geht's nicht. Einfache Folge heute, ein bisschen anderes Rezeptvideo. Vielen herzlichen Dank nochmal an Inkbird, an euch. Haut euch so ein Ding raus. Ihr werdet begeistert sein. Macht euch ein geiles Steak, so einfach ist es. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, Kanal abonnieren. Kostet nichts, schmeckt gut. Daumen nach oben, netten Kommentar schreiben. Und hey, jetzt haben wir einen Sous-Vide-Stab. Schreibt mal rein, was wir als nächstes einfach Sous-Vide kochen sollen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal.